So, meine Lieben, herzlich willkommen beim letzten Video der How to Play 40K-Serie oder Reihe. Jetzt nochmal das angesprochene Video zum Thema Listen, denn das ist ein ganz essentieller Baustein zum eigentlichen Spielen, denn irgendwie müsst ihr ja notieren oder euch einen Plan machen, mit was will ich überhaupt antreten und das auch dem Gegner gegebenenfalls mal erklären und selbst eine Übersicht behalten. Grundsätzlich bauen wir unsere Liste nach einem von zwei Systemen, entweder nach dem Power Level oder nach Punkten. Beides ist völlig legitim, beides ist mehr oder weniger das Gleiche, weil ihr baut eine Liste. Während das Power Level etwas allgemeiner ist und eine grobe Übersicht gibt, das sagt GW auch selbst neben Regelberg, sind Punkte deutlich detaillierter und bieten mehr Tiefe. Und das ist das, worum es ja bei einem Strategiespiel eigentlich geht. Tiefe. Je komplexer, desto besser. Zum Listenbauen selbst haben wir zwei Möglichkeiten. Momentan. Entweder eine Papierliste oder eine digitale Liste. Eine Papierliste ist insofern recht einfach, weil ihr könnt es euch selbst zurechtschmieren, schreibt euch das drauf, was ihr braucht, den Rest solltet ihr dann im Kopf haben oder ihr schlagt es halt nach im Buch. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich sehe da eher ein paar Nachteile, weil es gute Digitalsysteme gibt, die das Ganze ein bisschen effizienter gestalten. Bei dem Digitalsystem gibt es zwei Optionen. Naja, machen wir eine Option draus und eine in Klammern. Denn die Warhammer 40k App, die sie jetzt rausgebracht haben, ist ja sicherlich eine nette Idee. Allerdings ist der essentiellste Baustein, nämlich das Bauen einer Liste, noch nicht möglich. Im Grunde genommen also noch ein ongoing Project, nennen wir es mal so. Es gibt ja die Vorschau, wann sich die App wie entwickeln soll. Warten wir mal ab, wie das Ganze dann sich entwickelt bis dahin und was dann bei rauskommt und wie effektiv es ist. Aktuell kann man die App noch nicht wirklich gebrauchen, muss man einfach mal so sagen. Die Alternative nennt sich Battlescribe. Das ist ein Rostenbilder, der auf einer Fan- oder auf einer Community-Base ist zum Thema Aktualisierung und so weiter. Das heißt, das Ding ist nicht offiziell von GW. Und das bedeutet, ihr müsst ständig kontrollieren, ob die letzten Updates, die rausgekommen sind, auch vernünftig und richtig implementiert wurden. Außerdem ist es nur auf Englisch. Das stört mich persönlich jetzt überhaupt nicht, weil ich habe auch mein Grundregelwerk auf Englisch. Andere finden das nicht ganz so toll und wollen lieber was Deutsches. Und als nächstes, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon angesprochen, es kann immer so ein, zwei Wochen dauern, bis ein Update, das rausgekommen ist, implementiert wurde. Ich denke da so an Kodizes oder Supplements. Aber sei es drum. Grundsätzlich habt ihr die zwei Möglichkeiten. Davon ab, wie baut man sich jetzt eine Liste? Eine Liste baue ich mir, indem ich mir die Detachments anschaue. Und diesmal kommen keine wilden Einblendungen hier, sondern ich habe mir was anderes überlegt. Ihr schaut euch einfach mit mir das Ganze direkt aus dem Regelbuch an. Und dann gehen wir es entsprechend da ein bisschen durch und gehen danach nochmal auf ein paar Einzelheiten ein, wie was sollte ich in der Liste beachten an Einheiten, was sollte man so alles mitnehmen in den Spiel. Darum kommt es einfach rum und dann schauen wir gemeinsam ins Buch. Wenn wir von Listen sprechen, sprechen wir davon, Einheiten zu organisieren. Und wir stellen nicht einfach nur irgendwas hin, sondern wir überlegen uns vorher was und bauen das Ganze nach Regeln auf. Wenn wir von Einheiten sprechen, werden sie grundsätzlich einer Kategorie zugeordnet, der sogenannten Battlefield Role. Das sehen wir hier, das sind entweder HQs, Troops, Elites, Fasts, Flyers, Heavy Supports, Fortifications, Transports oder Lord of Wars. Auch wenn der Name auf Englisch vielleicht anders ist als auf Deutsch, oh welch Wunder, das Symbol ist immer gleich und damit könnt ihr auch was anfangen. Die Anzahl an Detachments, die wir haben dürfen, das hatte GW ja schon mal auf Warhammer Community gebracht vor einiger Zeit, sehen wir auch hier für eine Combat Patrol ein Detachment, für eine Incursion 2, für eine Strike Force, das gängigste, was wir im Battle Report sehen, weil es 1001 bis 2000 Punkte inkludiert, sind drei Detachments. Gehen wir über die 2000 hinaus, sind wir bei 4, aber sei es jetzt einmal dahingestellt. Drei Detachments. Das sind diese sogenannten Detachments, von denen wir hier immer sprechen. Und da gibt es ein paar kleine Sonderheiten, die sich auch im Vergleich zu 8 geändert haben. Unsere Standard-Detachments sind das Patrol, Battalion und Brigade. Das hängt davon ab, wie groß euer Spiel ist. Bei einem 500-Punkte-Spiel werdet ihr das vielleicht hinstellen können. Macht aber vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Warum? Für jedes Detachment, das ihr spielt, völlig egal welches, gibt es immer eine Mindestvorgabe, was für Einheiten und wie viele ihr davon nehmen könnt oder müsst. Müsst ist dabei immer die erste Zahl,
Also bei dem Petrol zum Beispiel, ihr müsst eine HQ nehmen, könnt maximal zwei nehmen. Und so sieht sich das überall durch. Das Rote ist immer das Muss. Bei dem Petrol, Battalion und Brigade haben wir eine Besonderheit. Alle Detachments grundsätzlich kosten euch CP, denn wir wissen ja, in der 9. Edition bekommen wir die CP basierend auf der Spielgröße und nicht mehr darauf, wie viele Detachments wir stellen. Damit will GW auch so ein bisschen Spamming verhindern und das Spiel ein bisschen fairer machen, was ich auch gut finde. Stellen wir nun ein Petrol Battalion oder Brigade und in einem davon ist unser Warlord, unser Kriegsherr, dann kriegen wir die Kosten wieder erstattet. Beispiel, wir spielen eine Strike Force Mission, das heißt, wir kriegen 12 CP. Würden wir ein Battalion spielen oder stellen, hätten wir von unseren 12, weil wir rausgehen müssen, nur noch 9 CP. Wenn allerdings eine dieser HQs, unser Warlord, oder generell, wenn unser Warlord hier drin ist, könnte ja auch eine Elite sein, je nachdem. Wenn hier unser Warlord drin ist, kriegen wir aufgrund der Command Benefits unsere 3 CP zurück. Das heißt, wir sind wieder bei 12 CP. Das gleiche gilt fürs Petrol und fürs Brigade Detachment. Sollte es mal sein, dass ihr sagt, okay, ich spiele jetzt hier im Battalion Detachment und, was nehmen wir mal, Astra Militarum, ich möchte gerne eine Einheit Basilisken haben, ich möchte eine Einheit Hydras haben, ich möchte eine Einheit Lehman Russ haben und, ach komm, ich spiele so gerne Panzer, ich will noch eine Einheit Lehman Russ haben. Einheiten, nicht Modelle, weil da könnten jetzt zum Beispiel auch zwei Basilisken in der Einheit sein. Also ich will 4 Einheiten haben, das sind alles Heavy Supports, ich darf maximal 3 haben. Gibt es die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, ich cutte hier irgendwas raus, oder aber, entweder ich hole mir eins von diesen Bonus-Detachments dazu, in dem Fall, weil es Heavy sind, zum Beispiel ein Spearhead, dann könnte ich mehr Heavy-Support stellen. Achtung, das heißt, ich muss ja auch mindestens 3 reinmachen. Ist grundsätzlich kein Problem, ich war gerade bei 4, ich packe einfach keine hier rein, weil ich muss 0 drin haben, kann 3, und dann packe ich einfach alle hier rein. Achtung, ich brauche dann auch wieder eine zusätzliche HQ. Wenn ich hier nur 2 hatte, brauche ich also eine dritte. Wenn ich hier 3 hatte, kann ich auch eine abziehen und hier reinpacken. Damit die Detachments untereinander voneinander profitieren, achtet darauf, dass ihr eure Detachment-Zugehörigkeit oder eure Subfaction-Zugehörigkeit gleich wählt. Außer ihr wollt das nicht. Um beim Astra Militarum zu bleiben, Cardia Detachment ist und das ein Talan Detachment ist, dann haben zwar die Einheiten unterschiedliche Boni. Diese HQ könnte aber zum Beispiel keine Einheiten von hier buffen. Also ein bisschen aufpassen bei sowas. Wenn ich von den Grund-Detachments zuher zufrieden bin und davon nichts brauche, dann denkt dran, auch die kosten mich CP und da kriege ich nichts wieder erstattet, könnte es ja auch sein, dass ich noch andere spezielle Detachments brauche. Das Supreme Command Detachment kostet uns 0 CP, das klingt erstmal super cool. Aber in diesem Supreme Command Detachment kann nur eine Einheit drin enthalten sein. Das muss eine HQ oder ein Lord of War sein. Und diese Einheit muss das Keyword Primarch, Demon Primarch oder Supreme Commander beinhalten. Und als wäre das nicht schon genug, muss diese Einheit mein Warlord sein. Beim aufmerksamen Zuhörer klingelt jetzt was und er sagt, Moment, Warlord brauchte ich doch hier, um die Kosten zu reduzieren. Command Benefit. Ist eine der oder die Einheit hier mein Warlord, weil es muss der Warlord sein. Und es ist die gleiche Zugehörigkeit vom Detachment her oder von der Art her. Wir sind wieder bei dem Thema Cardania, Cardia, Talan, Valhalla oder ähnliches. Valhallen. Dann kriege ich die Command Points für ein Battalion, Brigade oder ein Petrol Detachment erstattet. Mit anderen Worten, ich hole mir das Battalion, ich hole mir einen Supreme Commander, mache den hier zu meinem Supreme Command Detachment, mache den hier zu meinem Warlord. Das hier ist ein Ultramarine, das hier ist Ultramarine, ich kriege 3 CP wieder erstattet. Das heißt, ich bleibe wieder bei meinen 12 Punkten und das ist wichtig. Überspringen wir mal ganz kurz die beiden. Ich habe auch die Option zu sagen, ich hole mir einfach nur einen Slot dazu. Wie gesagt, ich hatte vorhin 4 Slots benötigt, 3 hatte ich, will aber keine 3 CP ausgeben, will keine extra HQ und so ein Quatsch, will ich alles gar nicht. Ich will einfach nur eine zusätzliche Einheit haben. Da
dann kann ich mir auch das Auxiliary Support holen und sage, okay, ich behole mir genau diese eine Einheit, weil ich darf nur eine davon auswählen, gebe dafür 2 CP aus und dann ist gut. Ein Detachment, was wir, vermute ich, in den nächsten paar Monaten öfter sehen werden und vielleicht auch in der Turnierszene, könnte das Fortification Network werden. Das kostet mich 1 CP. Den kriege ich allerdings wieder, wenn dieses Detachment, wir nehmen mal wieder Ultramarines, wenn das hier ein Ultramarine-Detachment ist und das, wo mein Warlord drin enthalten ist, ein Ultramarine-Detachment ist. Also wenn das Detachment die gleiche Zugehörigkeit wieder hat. Alles klar? Dann kriege ich hier wieder meine Punkte erstattet. Super simpel. Hier brauche ich mindestens ein Gebäude. Bei den Gebäuden, wir meinen damit hier keine Ruine, die wir irgendwo hinstellen, sondern wir meinen ein Gebäude mit Lebenspunkten, mit einem Profil. Ich denke, dass wir solche Gebäude, und die Necrons haben ja auch schon eins angekündigt bekommen, öfter sehen werden und dass das ein bisschen mehr ist, was GW in der 9. Edition sehen möchte und dann auch entsprechend produzieren, verkaufen und buffen wird. Kommen wir zu den beiden Detachments. Super Heavy Auxiliary oder Super Heavy Detachment. Super Heavy muss nicht der große Ritter sein, muss es überhaupt nicht. Super Heavy bedeutet, wir haben eine Lord of War Einheit. Das könnte auch ein großer Panzer sein. Entscheidend ist hier, möchte ich nur einen haben, dann gebe ich 3 CP aus. Möchte ich mehrere haben, bezahle ich 3 oder 6 CP. Wonach richtet sich das? Sobald eine Einheit hier das Keyword Titanic enthält, kostet es euch 6 CP. Das heißt, ihr startet mit 12 und nur weil ihr hier eine Titanic drin habt, rutscht ihr automatisch auf 6 CP runter. Wir rutschen zwar auf 6 CP runter, Achtung, wir bekommen ja pro Runde 1, landen also theoretisch in Runde 5 wieder bei 11 CP. Jetzt erstellen wir uns also eine Liste, suchen uns ein Detachment raus für eine Spielgröße. Ich sag mal, das Battalion, wie gesagt, bei 2000 Punkten, wahrscheinlich so ab 1000 könnte es interessant werden. Vorher wird wahrscheinlich dann eher das Petrol Detachment kommen. Die ein oder andere Fraktion wie Astra Militarum könnte auch schon Brigade Detachment bei einer Strike Force Mission spielen. Jetzt ist die Frage, wonach wähle ich eigentlich diese Einheiten hier aus? Warum sage ich, okay, ich nehme nicht nur einfach 3 Troops mit, sondern ich nehme bewusst 3 Intercessor Squads mit 5 Einheiten und der Waffe. Warum? Und da schauen wir uns jetzt an, aber dazu gehen wir wieder in die Totale. Haben wir dann unser Detachment erstellt, geht es natürlich darum, okay, wie fülle ich das Ganze mit Leben? Was packe ich da rein? Was wichtig ist, es gibt bestimmte Grundkategorien und die solltet ihr beachten bei dem, wogegen ihr kämpfen könnt. Und danach solltet ihr Einheiten wählen. Beispiel. Wonach ich meine Listen baue, ist, ich suche immer Einheiten gegen 4 Kategorien aus. Ich brauche was gegen leichte Infanterie, ich brauche was gegen schwere Infanterie, ich brauche was gegen Fahrzeuge und eventuell nochmal was gegen Luftfahrzeuge, also irgendwelche Flieger. Wobei Luftfahrzeuge, da komme ich später noch zu, das sind 2 unterschiedliche Sachen. Bei dieser leichten Infanterie, da geht es um das, was ihr in der Regel auch mal reinmacht, was neu im Standardslot ist. Das ist so dieser klassische Toughness 3, also Widerstand 3, Widerstand 4 Gegner oder Modell mit einer Wunde. Hat so ein 3er, 4er, wahrscheinlich manchmal auch nur ein 5er Rüstungswurf. Das ist der Taufeuerkrieger, das ist der Kabalitkrieger außen von den Drukhari, das ist der Space Marine, der taktische oder der Intercessor, das ist ein Orkboy, das ist ein Gardist von Astra Militarum. So diese Standard 0815 Dinger, die ich immer reinpacke, ohne nachzudenken, hey, ich muss mein Battalion erstellen, hier sind meine 2 HQs, hier sind meine 3 Standards, bumm, fertig, rein. Hauptsache, ich habe was ich aufs Board stellen kann. Gegen so etwas brauchen wir das. Was brauchen wir dagegen? Das sind meistens so Rapid Fire, also Schnellfeuer 1-2 Waffen auf 24 Zoll, vielleicht auch mal bis 30 hoch, mit Stärke 4, AP 0 und einem Schaden. Kein Sondereffekt auf 6 irgendwas, einfach nur so richtig schön klassisch 0815, ein Schuss, ein Treffer und hey, wenn er umfällt, ist doch schön. Was ich noch brauche, ist gegen schwere Infanterie. Und da wird es jetzt schon wieder ein bisschen tricky. Schwere Infanterie, das sind meistens die Einheiten, die so mit Toughness 5 herkommen. Das heißt, mit meiner Standardwaffe schon wieder ein bisschen schwerer zu vernichten sind. Weil dann verwunde ich nämlich schon nur noch auf die 5. Meistens haben die Modelle auch 2 Lebenspunkte, 3, vielleicht auch mal 4 Lebenspunkte. Das heißt, so eine
Standardwaffe mit einem Schuss und einem Schaden, wenn alles gut läuft, bringt mir gar nicht so viel. Denn genau diese Modelle haben meistens auch eine niedrige Rüstung, so ein Zweier-Safe oder Dreier-Safe. Und da muss ich dann halt auch erstmal durchkommen, wenn der Treffer klappt und die Verwundung klappt, nicht, dass es mir da abgefangen wird. Und selbst wenn ich dann mit dem AP, also sollte die Waffe auch so ein 3 AP haben in der Regel, 2, 3, die Rüstung mal hochsetze, um den Cover-Bonus, den sie durch ein Gelände bekommen, rauszuhauen oder zu negieren und dann halt nochmal so auf 4, 5, vielleicht auch auf ein 6er Rüstung hochkriege, dann hat meistens ein Modell in dem Trupp die Chance, mit einem 5er Invul-Safe steil aus der Kurve rauszukommen und zu sagen, Moment, ich habe da noch nass im Ärmel, ich mache die Rüstung. Und dadurch den Schaden abzufangen. Und wie gesagt, wenn der Schaden durchgeht, dann haben die Modelle meist mehrere Lebenspunkte. Dann sollte ich auch eine Waffe haben, die 2 Schaden, 3 Schaden oder D3 Schaden macht. Was brauche ich noch? Antitank. Also bei 2000 Punkten kommen definitiv irgendwo Fahrzeuge, die auch mehrere Lebenspunkte haben, also mal mehr als 10. Das heißt, ihr braucht eine Waffe, die gegen Fahrzeuge geht. Und dann die Fahrzeugwaffen, da sprechen wir von sowas wie Stärke 8 oder 9. Warum? Wenn wir ein Ziel haben mit Toughness 8 oder 9, dann wollen wir mindestens mal auf die 4 verwunden, eher auf die 3. Wir haben dann meistens auch einen Durchschlag AP3, AP4, AP5, damit wir wirklich sagen, dieser Schuss, der durch die Panzerung von einem Fahrzeug durchgeht, der muss halt ein bisschen Bums haben. Das ist ein Schuss und der knallt dann da richtig rein und wenn der trifft, dann soll der auch da durchgehen. Ne? Darum halt meistens ein hohes AP. Fahrzeuge kommen meistens mit einer 3er Rüstung. Das heißt, wenn ich ein AP3 habe, schicke ich ihn hoch auf die 6, habe ich AP4, ist die Rüstung direkt raus. Wenn dieses feindliche Fahrzeug mit 12 Punkten oder Lebenspunkten oder mehr daherkommt, dann kommt jetzt unser Schadenswurf. Und diese Antitankwaffen haben meistens auch so D6 Schaden oder zumindest mal 3 Flat. Oder sie haben einen Multischaden, zum Beispiel 2 D3 Schaden oder sowas. Warum? Wie gesagt, das sind Antifahrzeugwaffen, ein Schuss, ein Treffer und dann soll das Ding auch einschlagen, wenn es gut läuft. Simuliert zum Beispiel einen Einschlag unten irgendwo im Getriebe, damit das Ding quasi lahmgelegt wird, sowas in der Art, könnt ihr euch vorstellen. Das Ding macht halt dann mal kurz zwischen 1 und 6 Schaden, euer Schuss. Und im Idealfall haut das halt den Gegner so stark rein, dass er in seinem Damage Table runterrutscht und dadurch schlechter trifft, weniger sich bewegen kann, weniger Schüsse hat oder weniger Schüsse nicht, aber weniger Nahkampfangriffe, die meistens eh egal sind. Zu guter Letzt haben wir noch Anti-Fly. Und Anti-Fly ist insofern wichtig, weil es tatsächlich nicht nur, aber vom Grundsatz her natürlich primär, gegen Flugzeuge geht. Flugzeuge haben einen Nachteil. In der Regel kommen sie mit diesem kleinen Sondereffekt, dass du sie grundsätzlich auf -1, dass sie -1 to hit haben. Das heißt, ihr trefft sie grundsätzlich schlechter. Anstelle, dass ihr also auf 3 trefft, trefft ihr auf einmal nur noch auf 4. Und das ist natürlich schon mal grundsätzlich scheiße. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Eine Anti-Fly-Waffe hat meistens bei seinen Waffen ein Trait drin stehen, wo drin steht, trifft gegen Gegner mit Keyword Fly um 1 besser. Dadurch negieren sich die beiden Modifier. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, Keyword Fly. Flieger, also das klassische Flugzeug, hat immer das Keyword Fly mit drin. Aber das finden wir auch bei allem anderen, was schwebt oder sich extrem weit bewegen kann in der Regel. Wenn ihr eure Liste baut, sollte sie einigermaßen ausgewogen sein. Was heißt ausgewogen? Es bringt mir nichts, eine Liste zu bauen, bei der 80% meiner Waffen gegen Fahrzeuge gehen, weil das sind meist wenig Schuss, die dann aber viel Schaden machen. Das bringt mir aber nichts, weil der Schaden sich ja nicht verteilt. Wenn ich natürlich weiß, der Gegner hat nur Fahrzeuge in seiner Liste, ja okay, ist das was anderes. Aber baue ich eine Standardliste, die einfach mal so alles abdecken soll, da muss ich einigermaßen ausgewogen spielen. Eine Einheit hat sich dann gerechnet für euch, wenn sie, so eine Faustformel, eine gegnerische Einheit oder gegnerische Einheiten im gleichen Wert vernichtet. Beispiel. Ihr kauft euch einen Panzer, der andere Panzer vernichten soll. Die Einheit kostet euch, nur um eine Zahl zu nennen, 150 Punkte. So. Das Ziel ist,
dass ich mit dieser Einheit eine feindliche Einheit vernichte, die auch ungefähr 150 Punkte wert ist und eine Bedrohung für ein angehendes Fahrzeug, also für sich selbst darstellt. Schafft sie das nicht, dann war sie in der Regel nicht ihre Punkte wert. Meine Einheit könnte auch sich dann lohnen, wenn es vielleicht eine andere Einheit nicht vernichtet, aber im Damage Table so weit runterbringt, dass diese Einheit keine Gefährdung mehr darstellt. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Standard Lehman Russ trifft normalerweise auf die 4+. Das ist halt bei dem Astra Militarum so. Der müsste 12 Lebenspunkte haben, nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht hat er auch 13 oder 14 und hat einen entsprechenden Damage Table. Auf die 4+ treffen ist schon mal immer so eine Glückssache, weil 50-50 Chance. Ne? Wenn ich dann nicht eine 1er Reroll habe, ist das doof. Wenn jetzt meine Anti-Tank-Waffe den feindlichen Panzer nicht vernichtet in einer Runde, sondern einfach nur so viel Schaden zufügt, dass ich sage, okay, er rutscht schon mal vom Damage Table 1 runter und trifft auf einmal nur noch auf die 5, dann ist das schon mal ein Sieg. Ich habe nicht den Krieg gewonnen, aber vielleicht einen Teil von der Schlacht. Schaffe ich es, ihn jetzt vielleicht noch ein Stückchen weiter runterzubringen, weil ich halt noch eine zweite Antitankwaffe reindonnern lasse. Und ich habe ihn wieder nicht vernichtet, dann sind das schon zwei Antitankwaffen, die ihr Ziel in dem Sinne nicht erfüllen. Aber wenn der feindliche Panzer dann auf einmal bei 2 Punkten rumkrebelt und nur noch auf die 6+ trifft und sich nur noch 4 Zoll weit bewegen kann, dann ist der so gut wie nichts mehr für den Gegner wert. Vom Grundsatz her ist die Einheit dann unbrauchbar für den Gegner und damit habe ich wieder einen Vorteil und nehme mir Druck raus und der Gegner kann keinen Druck aufbauen. Ganz, ganz wichtig. Was ist noch wichtig? Beim Matchplay, aber auch beim Crusade und so weiter, haben wir jetzt immer diese schönen Objective Marker. Eine Einheit ist auch dann wertvoll, wenn sie vielleicht nicht zwingend einen Gegner vernichtet, aber mir Punkte bringt, indem sie einen Auftrag erfüllt. Zum Beispiel hält sie seit 3 Runden einen Objective Marker. Warum? Weil der Gegner sie einfach nicht vernichtet bekommt. Und das nicht nur mit einer Einheit, vielleicht sogar mit 2 Einheiten oder mit 3 Einheiten. Und selbst wenn der Gegner mit 3 Einheiten auf eine von mir schießt, dann bedeutet das, 3 Einheiten von ihm müssen eine Einheit von mir bekämpfen. Und setzt das mal wieder ins Verhältnis. Einheiten lohnen sich auch dann. Es ist nicht immer zwangsläufig eine Vernichtung, die euch Punkte bringt. Wir haben diese neuen Objectives, gerade die Secondaries. Und da kann es auch ein Objective, Engage at all fronts von der Battlefield Supremacy. Da müsst ihr den Tisch besetzen. Ihr teilt den Tisch in 4 Viertel auf und das heißt, du musst mindestens in 3 Vierteln mit einer Einheit vollständig drin sein. Außer Flugzeuge. So. Das heißt, wenn ich eine Einheit habe, die sich extrem schnell bewegt, dann kann ich damit Punkte machen. Womit ihr dann letztlich gegen Entypos vorgeht, bleibt euch überlassen, denn es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Waffen. Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen. Und mit beiden habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, Schaden zu machen. Ich kann auch mit einer Nahkampfwaffe gegen einen Panzerschaden ausrichten. Ich muss nur die richtige wählen. Nehmen wir eine Energiefaust, die meinen Schaden multipliziert mit 2 oder einen Thunderhammer. Na, dann wird aus einmal auf meiner Stärke 4 Stärke 8. Und was brauchte ich nochmal gegen Panzer? Ach ja genau, Stärke 8. Jetzt noch ein Faktor, der mit reinkommt. Synergien. Was sind Synergien? Synergien sind Bonuseffekte. Einheiten, die kombiniert sich gegenseitig stärken oder vielleicht auch einen Gegner schwächen. Das ist zum Beispiel ganz klassisch bei den Space Marines, der Captain und der Lieutenant. Der Captain lässt mich meine 1er Trefferwürfe wiederholen und der Lieutenant lässt mich meine 1er Verwundungswürfe wiederholen. Und das wiederum bedeutet, ich erhöhe meine Chance, mit einer Waffe zu treffen, zu verwunden und damit dem Gegner Schaden zuzufügen. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch einen groben Abriss dazu geben. Ich habe unten in der Beschreibung nochmal eine Beispielliste gepackt von einem Space Marine, einem Ultramarine Detachment auf bummelig 1500 Punkte. Da ist von allem so ein bisschen was drin. Das ist jetzt keine Turnierliste auf 1500 oder so und das ist auch nicht zwangsläufig das, was man spielen muss. Es gibt aber einen Anhalt. Geht einfach mal rein, schaut euch mal die Einheiten an, schaut euch mal an,
was diese Einheit kann und ob ihr das irgendwie zuordnen könnt. Und versteht, okay, wenn ich die Einheit habe, kann ich gegen das vorgehen. Wenn ich die Einheit habe, kann ich gegen das vorgehen. Wenn ich die Einheit habe, muss ich aufpassen, dass mich nicht sowas trifft. Hätte ich sowas in der Liste? Und so könnt ihr mal gucken, okay, das und das habe ich wiedergefunden, macht das für euch Sinn? Ansonsten soll es das auch mit dem Listbuilding gewesen sein. Das beendet dann das 40k How to Play, die Serie. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Das war das erste längere Video, wenn man jetzt mal die ganze Serie in Betracht zieht, das ich gemacht habe. Hinterlasst auch hier wieder Kommentare, wenn es gut war. Wenn es schlecht war, natürlich auch. Über einen Daumen hoch freut man sich immer. Und wenn er sagt, Mensch, du machst einen netten Eindruck, hinterlasst mir doch, klickt gerne mal auf Subscribe und da werden noch ein paar Videos kommen, nicht nur in der Art, auch Battle Reports und irgendwelche Faction Reviews, Gedanken. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen.